Einen wunderschönen guten Tag, ihr Hübschen, und herzlich willkommen zur ersten Folge von und mit Combat Arms. Denn ich habe mich jetzt doch dazu entschlossen, Combat Arms zu Let's Playen. Allerdings nur auf Classics und nicht auf Reloaded. Und auch hier werde ich nur Elimination und VIP Elimination machen. Und dann denke ich, kann ich damit leben. Und jetzt gehen wir mal auf Fire of the Temple. Das ist eigentlich eine ganz coole Map. Die ist sehr groß. Ich habe auch gerade erst angefangen, wie ich sehe. Die ist nicht sehr groß, sagen wir mal so. Ist schon eigentlich eine relativ gute Map. Boah, verpiss dich, du Scheiß. Turret, Arschloch. Als sie rauskam, die Map damals, fand ich die nicht ganz so cool. Aber das lag wohl eher daran, dass wir hier hauptsächlich clanintern gespielt haben. Und wenn beide Seiten voll sind mit den eigenen Leuten, dann hast du definitiv schon mal. Eieieiei. Die Map habe ich. Map. Die Nate habe ich gar nicht kommen sehen. Round start. Und. Wenn die eigenen Leute da drinnen sind, dann kann es durchaus schon mal passieren, dass du zu gar nichts kommst. Je nachdem, wie das Team dann verteilt war. Deswegen konnte ich die Map eigentlich noch nie wirklich leiden, weil die ist auch ziemlich verbaut hier. Diese Friedhofsmap oder was das auch immer darstellen soll. Nates überall, Turret da rumstehen. Na, verrecke. Und gleich noch einen hinterher. Okay, da kam dann eine Nate zu. Oh, das war meine eigene Nate. Sehr schön, du Vollidiot. Ah. Ziemlich klein eigentlich auch und ziemlich verwinkelt. Das ist das einzigste, was mich stört an dieser Map. Ja, stirb nicht, Alter. Stirb nicht. Ethika. Ja, was soll ich sagen? Ich habe viel Stress mit Combat Arms gehabt, seit ich das Spiel spiele. Ach du Wichser, stell ich mal noch die in die Ecke, Junge. Ich habe viele Mäuse und Tastaturen verloren wegen dem Spiel. Ich habe auch sehr viel Geld in dieses Spiel gesteckt. Für teilweise nix und wieder nix. Und habe auch ziemlich oft ziemlich lange Pausen gehabt von Combat Arms, weil es teilweise so unspielbar gewesen ist. Das war nicht normal. Also manchmal war das schon echt scheiße. Aber ich muss auch sagen, ich habe auch viele Leute kennengelernt hier durch dieses Spiel. Ja, stirbt natürlich nicht. Ja, Wichser. Ich bin auch ein bisschen aus der Übung hier. Also schon echt wieder eine ganze Weile her, wo ich das gespielt habe. VIP-Kill. In der Kopf. Flieg, ne, flieg. Ja, du kommst hier teilweise nicht mehr aus der eigenen Base raus. Aber es ist auch voll kacke auf dieser Map geregelt, weil der Mittelpunkt dieser Map ist in dem scheiß Haus drinne und da ist voll Action. Oh, es fällt aber auch keiner um, ey. Und dann ist mein Magazin leer. Super. Kann man natürlich voll gebrauchen. Nicht?
Aber was willst du machen? Am besten ist, man setzt sich dann hier wirklich tatsächlich mit der Sniper irgendwo hin und wartet einfach, bis was kommt. Alles andere scheint mir auf dieser Map echt. Na komm, zeig dich nochmal. Zwecklos zu sein. Jetzt ist wieder mal gar nichts los. Du hast natürlich den Dreckshauser an. Oh, das scheiß, das kann aber auch einiges einstecken. Aber die Runde ist sowieso gleich vorbei. Wir sind schon bei 175 Punkten. Und da ist er auch schon vorbei. Und naja, für die erste Folge mal gucken, wie wir gespielt haben. Naja. 10, 11, naja, dafür, dass ich ein bisschen aus der Übung bin, kann man das gehen und stehen lassen. So, wenn es euch gefallen hat, liken, abonnieren, kommentieren oder wie auch immer. Es ist, ja, macht wie ihr denkt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein.